Wien und Kaffee wird an sich immer mit dem Kaffeehaus, mit dem drinnen sitzen, mit dem gemütlichen verbunden. In Wien gab es aber immer auch schon die Tradition des Takeaway. Wenn man hier zum Beispiel an der Familienrösterei Naber sieht, wo Kaffee schon seit 100 Jahren verkauft und mitgenommen wird. Das Spezielle hier an der Rösterei Naber ist, dass man einerseits hier immer schon auf Design großen Wert gelegt hat. Das andere, man hat sich hier in der Rösterei Naber aber auch von der Tradition ein bisschen entfernt und bietet moderne, zeitgemäße Röstungen an. In den letzten Jahren sind in Wien auch sehr viele kleine Röstereien entstanden, wie zum Beispiel diese hier, die Rösterei Alt-Wien in der Schleifmühlgasse, die sicher die wichtigste davon ist. Und der Vorteil bei diesen kleinen Röstereien ist, dass sie sowohl kleine Chargen anbieten können, also Spezialcafés, um zum Beispiel auf Trends und auf Kundenwünsche Rücksicht zu nehmen. Die Kaffeetrends der letzten Jahre sind ja primär aus Amerika und aus Italien gekommen. Nur es wäre nicht Wien, wenn hier nicht wieder alles zusammenwächst und eine Symbiose bildet. Hier im The Roast im 9. Wiener Gemeindebezirk zum Beispiel verbindet man die amerikanische Kaffeeästhetik, die italienische Espresso-Kultur und die Wiener Gemütlichkeit, das Wiener Kaffeebewusstsein zu einem ganz speziellen Ganzen, zu einer neuen Mischung. Und woraus man seinen Kaffee trinkt, darüber gibt es in Wien natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Hier in der Augartenmanufaktur trinkt man ihn nicht aus Pappbechern und nicht aus Gläschen, sondern aus edlem Porzellan. Die unterschiedlichen Designs stammen aus sämtlichen Epochen seit 1718, seit der Gründung der Augartenmanufaktur, aus der Biedermeierzeit, aus Art Deco und sogar zeitgenössisches Design von heute. Kaffee hat seine traditionellen Plätze verlassen und geht jetzt auch in die kreative Küche. Wie hier zum Beispiel im Novelli, wo Konstantin Filippo ein Dreierlei von Kaffee in einem Dessert verwirklicht, wo er traditionelle Aromen und innovative Aromen miteinander kombiniert. Schokoladekaffee, wunderbar. Das Schöne an Kaffee ist, man kann ihn transportieren, man kann ihn mitnehmen. Für so ein Gericht muss man allerdings nach Wien kommen. Man muss es hier verkosten, man muss es hier probieren. Dann hat man es auf der Zunge, dann hat man es im Kopf, dann kann man es mitnehmen, wo immer man will.